ihr Lieben, kennt ihr die Location noch? Wir sind hier heute noch mal beim Gartenbetrieb Meurers und wie ihr seht, hat sich schon ganz viel getan und hier ist gerade Endspurt angesagt. Drum nehme ich euch heute noch mal mit. Also kommt! Ja, wie ihr seht, hier steht noch ein bisschen was zum Einpacken und da ist jetzt Endspurt angesagt. Heute ist Montag und ab Mittwoch soll der harte Lockdown wiederkommen. Normal hätten die jetzt Zeit, bis zum 24. die Sterne zu verkaufen. Ja, und durch den harten Lockdown fällt das natürlich weg. Das heißt, am Mittwoch endet der Verkauf hier. Es werden natürlich die ganzen Bestellungen noch fertig gemacht. Ja, und dabei könnt ihr uns jetzt mal zugucken. So, die Sterne werden in solchen Tüten verpackt, die hat man umhängen. Dann nimmt man sich einen Stern, schaut, wenn da welche Blätter drin sind oder welche, die runtergefallen sind, die macht man weg. Schaut sich den Stern an, der okay ist. Der ist ja wunderschön hier. Dann nimmt man den, lässt ihn in die Tüte gleiten. Die Tüten stellt man dann auf den Tisch, damit der Chef die da hinten packen kann. Zeige ich euch gleich auch noch. Ich mache das jetzt nur laienhaft, aber jetzt zeige ich euch mal die Chefin, wie die das macht. Sie macht das natürlich in einer ganz anderen Geschwindigkeit als ich. Ich mache das auch heute zum ersten Mal. Aber ich sage euch, das macht totalen Spaß. Wer kann schon behaupten, mal Weihnachtssterne eingepackt zu haben? Also bevor jetzt geschimpft wird, teilweise sind die Plastiktüten Pflicht, also manche verlangen das wirklich. Und zum anderen ist der Stern dadurch geschützt. Wenn die Blätter aneinander reiben, dann bekommen die ja solche Scheuerflecken. Und das wird dann mit natürlich vermieden. Dann wird der LKW ja auch nicht bis in eine Halle gefahren, sondern man muss auch schon mal ein paar Meter damit gehen. Daher sind die dann durch Zugluft geschützt. Also nicht direkt schreien, Plastik, Plastik. Ja, es ist Plastik, aber teilweise ist es sogar vorgeschrieben. Je nachdem, zu welchem Händler die dann kommen. Und ihr seht, auch das passiert wieder alles in Handarbeit. Jetzt neu im Betrieb sind die grauen Töpfe. Die sind recycelbar. Sind natürlich dann auch wieder eine Ecke teurer. Aber darauf wird jetzt umgestellt hier. Und noch die Midis. Und neben den Midis stehen die Minis. Guckt mal. Auch in verschiedenen Farben. Ach, ich liebe diese Vielfalt. So, jetzt zeige ich euch noch eins, was nicht so toll gelaufen ist. Guckt mal hier. Der hat überall Flecken. Und das ist passiert, die Jungpflanzen waren schon zu groß, als die hier angeliefert wurden. Und die Blätter sind übereinander gerieben. Und ihr seht, fast jeder Stern hat sowas abbekommen. Total schade, aber der Kunde möchte natürlich einwandfreie Ware und sowas wird dann nicht verkauft.
Schade drum. Jetzt bin ich an der Sky Star dran. Guck mal, die ist doch toll. Bekommt von selber diese weißen Flecken. Ich zeige euch mal eine, die das richtig stark hat. Schaut mal, sieht doch irre aus, oder? So, weitermachen, die Zeit drängt. Magst du mal eine Palette so zeigen? Super. Und so sieht das Ganze abends aus. In der Kamera wirkt das Licht noch anders, als es wirklich ist. Aber hier ist leider schon zu dunkel. Könnt ihr sehen, was da steht? Könnt ihr ja mal raten. Das ist heute alles gepackt worden. Und wie viele Sterne stehen hier? Heute wurden gepackt 1920 Minis, 648 Midis und von den großen 1680 sind zusammen 4248 Weihnachtssterne. Ja, wie ihr seht, ein Teil der Sterne steht noch hier, den anderen Teil fährt Thorsten gerade weg. Ein chaotischer und langer Tag geht zu Ende, aber wir waren erfolgreich. Ja, das war diesmal ein anderes Video. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Wenn das so ist, dann gebt uns doch einen Daumen hoch. Und vielen Dank an die ganzen neuen Abonnenten. Ich bin begeistert, was gerade abgeht auf dem Kanal. Also, ich freue mich total. Zu den Pflegetipps sind wir natürlich jetzt im Moment nicht gekommen. Ihr seht, oder ihr habt ja heute gesehen, was hier los ist. So viel kann ich euch aber schon mal sagen. Wenn ihr einen Weihnachtsstern gekauft habt, fühlt einfach, ist der trocken oder ist die Erde noch feucht genug? Wenn sie feucht genug ist, braucht ihr nichts zu machen. Aber wenn sie halt trocken ist, dann nehmt euch ein anderes Gefäß, stellt den Weihnachtsstern 5 bis 10 Minuten in Wasser und stellt ihn dann wieder in den Übertopf, in den trockenen. Verlasst euch ein bisschen auf eure Finger, fühlt einfach mal, wie ist die Erde, und ich denke, dann gelingt euch das auch. Ja, und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao.